Es war einmal eine Zeit, da bedeutete Film nur Bild. Schauspieler mussten ihre Emotionen und Handlungen durch Gesten und Mimik ausdrücken, oft begleitet von einem Live-Orchester. In dieser Zeit beginnt ein junger Ilmenauer sein Studium am Thüringischen Technikum, ohne zu ahnen, dass er Jahrzehnte später einmal als Pionier der Filmtechnik in die Geschichte eingehen würde. Der junge Ilmenauer, das ist Karl August Geyer, Mitbegründer der legendären Geyer-Werke. Ein ganzes Jahrhundert später kehrt das Vermächtnis des Ingenieurs zurück in seine Heimatstadt. Und das, wie sollte es anders sein, mit einer Aufführung wie zur Jahrhundertwende. Was die ersten Zuschauer hier erleben, ist die Erzählung einer Revolution der Filmproduktion, nämlich... dass es einen eigenen Bereich in der Filmindustrie gibt, den man heute Postproduktion nennt. Das hieß natürlich damals nicht so, damals hieß das Filmbearbeitung. Aber es ist das, was wir heute Postproduktion nennen. Das ist also alles, was nach der Aufnahme kommt und was vor dem Kino kommt. Und dieser Zwischenbereich, der sozusagen in der Dunkelkammer ja früher stattfand, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da die Filme entwickelt werden und es eben dunkel sein muss, der liegt normalerweise auch im Dunkeln, weil sich darüber keiner Gedanken macht. Die Filme sind einfach da, man sieht die auf der Leinwand. Und wie die entstehen, da kann man sich nur ungefähr vorstellen, dass es einen Regisseur gibt, einen Schauspieler und eine Kamera. Aber alles, was dann noch kommt, bis der Film dann auf der Leinwand ist und durch einen Projektor gehen kann, war wirklich also Handarbeit. Geyers Verdienste liegen ja vor allen Dingen darin, Maschinen zu erfinden, die den ganzen Betrieb automatisieren und industrialisieren, sodass man am Ende nicht mehr so viel Handarbeit hat. Dass man also nicht in jedem Film 130 Klebestellen pro Rolle hat, sondern vielleicht nur noch 2 oder 3. Und dass man die Lichtwechsel automatisch machen kann, die man braucht, um das Negativ sauber mit verschiedenen Lichtstufen auf dem Positiv zu belichten. Und das dann alles zu entwickeln, nicht mehr von Hand in 60 Meter Tranchen auf so einem Holzrahmen in einem Bottich, sondern dass das eine Maschine ist, die den ganzen Film durchziehen kann. Das liegt ja tatsächlich eben nicht im Bereich dessen, was man als Zuschauer sieht. Und deswegen weiß man wenig darüber. Und umso mehr ist es interessant, hoffe ich jedenfalls, wenn es mal zum Vorschein kommt. Zum Vorschein kommt die Geschichte des berühmten Ilmenauers dank Historikern wie Martin Körber, der sich ungefähr genauso lange mit den Geyer-Werken beschäftigt wie jener Ehrengast, der es sich zur Eröffnung der Sonderausstellung nicht nehmen lässt, selbst einige Anekdoten beizutragen. Ist er doch kein geringerer als der Urenkel des legendären Firmengründers. Wenngleich das Schicksal Christian Geyer einen gänzlich anderen Lebensweg beschenkt, so ist das Lebenswerk des berühmten Großvaters im fortgeschrittenen Alter noch so etwas wie eine Lebensaufgabe für den umtriebigen Nachfahren geworden. Dadurch, dass ich mich auf die Reise gemacht habe, ich habe 35 Jahre daran gearbeitet. 35 Jahre, also nicht von heute auf morgen, sondern 35 Jahre Familiengeschichte, Kulturgeschichte. Und habe extra nicht mehr die Ausstellung vorher angeschaut, sondern bin ganz frisch da, wie ein Frischling. Ja? Und freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, nach dem Film und nach der Lebensgeschichte des Großvaters einfach nochmal diese technisch-sachliche Ebene nochmal kennenzulernen, um jungen Menschen und älteren Menschen nochmal die Möglichkeit zu geben, etwas von der analogen Welt, die ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die sich entwickelt hat, nochmal zu erzählen. Doch wie kommt ein Tischlersohn eigentlich zum Film? Nach seiner Ausbildung am Ilmenauer Technikum hält sich Karl August zunächst mit der Weiterentwicklung von Glühlampen über Wasser, bevor er ab 1906 in Berlin mit Film- und Kinotechnik in Berührung kommt. Zum Beispiel in der hochwertigen Vervielfältigung von Filmen. Einer der ersten Aufträge, der Stummfilm Die vier Teufel, den die Premierengäste am heutigen Abend so erleben dürfen wie zu Anfangszeiten der Geyer-Werke, einschließlich musikalischer Interpretation durch die Coburger Leisa Bill und Rainer Soest. Es ist einmalig gewesen. Also meine Prophezeiung ist, wir werden in eine Zeit hineingehen, wo diese Art der Filmarbeit über den Stummfilm, den man noch mal neu bearbeiten kann, dass das die Zukunft ist, aber nicht mehr
der Tonfilm, der noch zur Zeit meines Großvaters entstanden war, die große Attraktion war. Ja? Weil er so eine unwahrscheinliche Wirkung auf den Menschen hat, ohne dass der das merkt. Ja? Und das Schöne bei dem Stummfilm war, dass die Fantasie immer noch beim Betrachter angeregt wird und dass der seinen Ton entwickelt. Ja? Das ausgelöst wird durch eine interessante, gute Musik, die sich gut eingeführt hat. Also es ist schon eine spannende Welt, der Film, aber mit seinen unwahrscheinlichen Gefahren. Und das sieht man da drüben. Da drüben? Das ist das Kapitel der Geierwerke während der NS-Herrschaft. Doch über allem steht bei der Sonderausstellung, die ab sofort bis in den Herbst im Goethe-Stadtmuseum bestaunt werden kann, was Erfindergeist und Leidenschaft bewirken können. Und auch Urenkel Christian Geier wird immer wieder Besucher durch seine Ausstellung führen, um zu erklären, zu mahnen und zu danken. Er hat mich gehen lassen. Das war so viel Freiheit, so viel Dankbarkeit in mir heute, dass ich sage, Großvater, ich möchte dir einfach danken, etwas zurückgeben, was du mir geschenkt hast. Du hast mich nicht gezwungen, du hast mich nicht in den Betrieb reingezwungen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus für den Großvater lebe ich und habe irgendwie für mich das Gefühl gehabt, du hast jetzt das Ziel deines Lebens erreicht.